reingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr hattet eine ganz tolle Woche. Und langsam kommt der Frühling und ich freue mich schon richtig drauf, wieder richtig spazieren gehen zu können. Ich hoffe, ihr auch. Und heute geht es um das Thema Notartermin. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Termin und die meisten, die kennen wahrscheinlich das Gefühl, dass man davor sehr, sehr nervös ist. Waren wir auch, vor allem, weil vieles noch sehr ungeklärt war. Wir hatten ja damals noch gar kein Bodengutachten. Das heißt, wir konnten noch gar nicht richtig einschätzen, wie weit wir in die Tiefe bauen müssen. Das hat ein sehr komisches Gefühl bei uns hinterlassen. Und wir haben dann mit dem Eigentümer gesprochen und der meint, das ist gar kein Problem. Er nimmt eine extra Klausel rein, dass wenn das Ausheben und das Bodenverscheuern zu viel Geld in Anspruch nimmt, dann würde er das Grundstück zurücknehmen. Das hat uns sehr gut getan und genau deswegen haben wir dann tatsächlich auch den Notartermin vorzeitig wahrgenommen. Sonst hätten wir tatsächlich aufs Bodengutachten gewartet und das war alles so, also die Stimmung kippte schon langsam, auf jeden Fall bei der Maklerin, die wollte dieses Grundstück endlich loswerden und war auch sehr erbost darüber, dass wir halt noch ein paar Sachen hinterfragen wollten und meinte, ja, bis zu dem Termin muss das jetzt erst geklärt sein, sonst kriegt jemand anders. Und wir hatten ja reserviert und sie hatte davor auch schon uns ja eine bitterböse Mail geschrieben, wo sie geschrieben hat, dass sie dachte, dass wir solvent genug sind, das zu zahlen. Und da wir das jetzt nicht sind, würde sie es jemand anders geben, obwohl wir noch in der Reservierung waren. Und bei uns war das auch so, und das würde ich niemandem raten, das habe ich auch im letzten Video schon kurz erwähnt, dass das ja gleich eine... bei uns war der Reservierungsvertrag auch gleich ein Verpflichtungsvertrag. Wir waren uns ja sehr, sehr sicher, dass wir das Grundstück haben wollten. Deswegen war das für uns auch okay, das zu zahlen. Zu zahlen. Und sicher zu sein, dass wir uns dazu verpflichten. Aber wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, tut es nicht. Es ist schon ja, mit Risiko behaftet. Und ob man denn da so günstig wieder rauskommt, unterschrieben ist unterschrieben. Bei uns war das natürlich, Gott sei Dank, ist da alles gut gelaufen. Aber ja, immer schön gucken, ob das alles so klappt. Bei uns gab es damals auch noch keinen Grundbucheintrag von dem Verkäufer. Und dadurch, dass in Deutschland ja es ist nicht erlaubt, aber es gibt Leute, die einen Kettenvertrag aussetzen. Das heißt, sie kaufen ein Grundstück auf und verkaufen es gleich wieder und lassen sich aber nicht als Eigentümer eintragen. Und das ist natürlich immer schwierig, weil wenn man es dann kauft und der eigentliche Eigentümer, von dem man es gekauft hat, gar nicht im Grundbuch drinsteht, sondern die davor, wird das rechtlich immer eine ziemlich schwierige Sache. Also gut darauf achten, wer steht im Grundbuch drin und von wem kauft man es wirklich. Das war bei uns nicht der Fall. Der Eigentümer hat uns damals eine Vollmacht ausgestellt, dass wir den Antrag stellen können, dass wir den Grundbucheintrag kriegen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das war Gott sei Dank vor dem Notar schon da. Ist auch Pflicht. Dann hatten wir den Notartermin. Wir haben 2 Wochen davor, ein bisschen mehr sogar, den Vertrag zugeschickt bekommen. Und ihr habt ja dann diese 2 Wochen Widerrufsrecht, auch von dem Vertrag an sich. Und da könnt ihr halt auch noch ein bisschen was ändern. Ne? Also ich würde euch da echt empfehlen, euch irgendjemanden an die Hand zu nehmen, der sich damit gut auskennt. In unserem Fall war das ja durch eine Firma. Wir waren bei Dr. Klein und haben uns durch einen freien Finanzberater das gegenchecken lassen. Und die hatte da nichts auszusetzen dran und war da mit dem Vertrag, hat gesagt, der ist gut. Und so hatten wir dann auch kein schlechtes Gefühl. Und erst recht, als die Klausel noch reinkam, dass wir auch mit dem Bodengutachten gewisse Sicherheit haben, war uns klar, okay, den wollen wir dann auch wirklich unterschreiben. Ja, und dann gab es aber, wir hatten bei uns damals dieses Problem, dass wir haben den Vertrag für das Grundstück unterschrieben und den Hauswerkvertrag. Ich glaube, eine Woche später. Und dann sind wir mit den ganzen Kosten zur Bank oder zu unserer Finanzberaterin und haben das alles eingereicht. Ich hatte vorher schon mit ihr
E-Mail-Kontakt gehabt und sie fiel dann aus allen Wolken, weil sie meinte, oh, ihr habt schon überall Verträge gemacht, warum? Und da hat sie natürlich recht. Aber sowohl bei dem Grundstück wurden wir ganz schnell unter Druck gesetzt. Und beim Hausvertrag, unser Plan B war halt einfach, okay, wenn das mit dem Hausvertrag nicht funktioniert, dann können wir uns ja von der Bank bestätigen lassen, dass das finanziell nicht klappt. Und dann nehmen wir nur für die 60.000, was das Grundstück jetzt gekostet hat, das Geld auf und bezahlen das dann ab. Und dann guckt man danach halt weiter, was man dann drauf baut. Das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Also wir haben ja alles finanziert bekommen, Gott sei Dank. Aber ich würde jedem raten, erstmal, wenn ihr wisst, ihr wollt das und das Haus, dass ihr erstmal den Werkvertrag aufsetzt und in der Planungsphase vielleicht schon guckt nach Grundstücken. Ist momentan extrem schwierig, ich weiß. Trotzdem wäre es günstiger, schon mal den Werkvertrag aufgesetzt zu haben. Dann habt ihr ja hoffentlich die Kosten von dem Grundstück oder das Exposé. Und das zusammen könnt ihr dann alles einreichen. Und dann gibt es noch ganz viele Sachen, die man bei dem Kredit einreichen muss dazu. Aber wenn die sagen, okay, das würden wir bewilligen, dann könnt ihr alles dingfest machen. Fürs nächste Mal weiß man das dann. Ja, bei uns war das alles so hoppla hopp. Aber einfach auch, weil wir überhaupt gar keinen Plan hatten, wie das überhaupt vonstatten geht. Wir haben uns da mehr oder weniger einfach durchgekämpft. Gott sei Dank, toi toi toi, ist alles gut gegangen. Hätte auch anders ausgehen können, ne? Falls ihr keinen Kreditantrag gestellt habt, dann könnt ihr euch eine Bonitätsbescheinigung ausstellen lassen, was sozusagen bedeutet, dass ihr zeigt, dass ihr das fähig seid, dieses Grundstück abzubezahlen. Also von unserer Bank gab es halt ein Schreiben, dass sie halt die 60.000 gewährleisten würden und dass wir vom Gehalt und so uns das halt leisten könnten. Mehr steht da nicht großartig drauf. Das kann man auch einreichen. War bei uns jetzt, also die Maklerin wollte das ganz gerne haben und uns war es auch wichtig, ihr das zu zeigen, damit ihr halt klar wird, okay, wir können uns das leisten, es macht Sinn, uns das zu verkaufen. Ja. Am Tag des Notartermins braucht ihr auf jeden Fall euren Personalausweis und ein gutes Bauchgefühl auf jeden Fall, weil man sitzt da drin und alle, bei uns waren es 14 Seiten, werden vorgelesen und man wird extrem unruhig. Viele Passagen sind ja nicht unbedingt immer für einen gemacht. Also es gibt ja auch Sachen, die einfach, wenn mehrere Menschen das so gemeinsam kaufen als Gemeinschaftsgut, also mehr als zwei. Und solche Dinge, die stehen da ja auch mit drin und dann wird man ein bisschen wuselig. Und mir fiel das sehr, sehr schwer, ruhig zu bleiben. Es war gut, dass ich dann Tim an meiner Seite hatte, der ja sowieso einen sehr ruhigen Charakter hat. Der dann immer so, Piano, Piano, alles gut. Und und das auch, also dass unsere Beraterin da vorher rüber geguckt hatte, war für mich auch ein gutes Zeichen. Und ja, und trotzdem wird man nervös, das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich hatte dann immer so gehofft, okay, wenn ich dann unterschreibe und ich weiß, das Grundstück ist jetzt meins, dann fühle ich mich total wohl und ich werde rausgehen und die ganze Welt küssen wollen und was weiß ich nicht alles. Und ich bin rausgegangen und ich fühlte mich einfach nur super leer. Ich war total müde und dachte mir so, boah, ich will einfach nur schlafen, ich bin so knülle. Und dann ist ja auch immer noch dieses, okay, solange du die 60.000 nicht gezahlt hast, ist es ja auch eigentlich nicht dein Grundstück. Also erst gehört es dem Vorbesitzer und dann gehört es auch irgendwann der Bank. Aber zumindest erstmal eins haben, wo man dann weiß, man kann später mal drauf bauen, war dann trotzdem ganz schön. Wir hatten ja dann unseren zweiten Termin, da trägt man sozusagen die Grundschuld ein. Da kann man sich nochmal einen neuen Notar nehmen, aber würde ich nicht machen, ich würde bei dem bleiben. Das haben wir auch so gemacht, das war ganz gut. Der kannte ja dann auch schon den Fall. Und das war dann schon mal was anderes. Also da ging es dann halt darum, alles klar. Jetzt wird die Grundschuld eingetragen, wie viel auf diesem Grundstück liegt und dass das eigentlich jetzt auch unseres ist, dass wir in dem Grundbucheintrag jetzt drin stehen und so. Und das war dann schon schön. Da habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich meins. Und das hat mir gut getan, ja. Wenn man beim Notar rausgeht,
hat man ganz, ganz viele Fragen und meistens traut man sich dort vor Ort gar nicht richtig zu fragen. Also hier nochmal den Zuspruch, fragt, fragt, fragt und redet, 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 egal ob ihr jetzt gerade Schiss habt oder nicht, weil alle Fragen könnt ihr jetzt klären und später wird das viel komplizierter. Wir sind auf jeden Fall rausgegangen und dachten uns, okay, wen müssen wir jetzt als erstes zahlen? Und im Grunde genommen bleibt zu sagen, jeder, der Geld von euch haben will, wird euch eine Rechnung schicken und dann bezahlt ihr einfach. Und das haben wir im Grunde genommen auch gemacht, bis auf unsere Maklerin, die war ja etwas eigenwillig und die hat keine Rechnung gestellt. Und da habe ich dann irgendwann Schiss bekommen, Tim wollte das gar nicht bezahlen, weil er sich dachte, ach, wenn wir keine Rechnung kriegen, ist ja ihr Ding so. Und ich dachte mir, nee, ich habe so einen Schiss, dieses Grundstück zu verlieren, bezahle jetzt einfach die Rechnung. Und dann schreiben wir ihr, dass wir halt eine Rechnung über diesen Betrag haben wollen. Das lief ja dann auch schief, aber trotz allem, ja, kriegt ihr eigentlich immer eine Rechnung. Und da auch nochmal, ich würde es immer gut finden, die Nebenkosten von dem Grundstück, was ihr kauft, je nachdem wie teuer es ist natürlich, wenn ihr das aus dem Eigenkapital zahlen könnt. Das wäre bei uns, war das auf jeden Fall der Notar, die Maklerkosten, das Grundbuch schreiben oder der Eintrag ins Grundbuch und die Steuer auf das Grundstück. Das kommt jetzt auch noch. Das ist natürlich auch noch ein ganz so ein heftiger Batzen. Das sind auch, glaube ich, nochmal 4.000 Euro. Das ist sehr viel Geld. Insgesamt sind das ungefähr bei uns fast 10.000 Euro. Ja. Und trotzdem ist das ganz gut, das schon mal auf der Hand zu haben. Bei uns war es ja so, dass wir dann erst später den Antrag gestellt haben. Und so konnten wir jetzt erstmal so ein bisschen schon was bezahlen. Und der Kreditantrag ist jetzt auch durch. Und jetzt können wir uns dann überlegen, wie wir die anderen, also ich werde wahrscheinlich mein Eigenkapital wird flöten gehen für die Bodenarbeiten, die es jetzt noch gibt, weil wir ja 1,30 in die Tiefe müssen und das kostet ja auch. Das alles rausheben, wegbringen und das ganze Kies-Sand-Gemisch da wieder reintun. Das wird auch sich so auf 15.000 belaufen. Holla die Waldfee, sag ich euch. Ja. Insofern so viel dazu und man muss dann halt einfach gucken, ob man es wuppt und wenn nicht, dann ist die Idee Nummer 2 einfach wirklich den Kredit vorher zu beantragen und das alles bezahlen zu können, wirklich am günstigsten. Zum Schluss bleibt zu sagen, als große Überschrift für uns, auch für die nächsten Monate und auch für euch da draußen, für jeden, der bauen möchte und sich das wünscht. Das Wichtigste ist, glaube ich, immer reden, reden, reden. Kommunikation ist das A und O. Also es hat uns auch schon echt den Hintern gerettet, nochmal mit dem Verkäufer zu sprechen, nochmal mit der Bank und alles sowas und das nochmal abzustimmen und wird auch die nächsten Monate bestimmt weiterhin Thema sein. Hoffentlich können wir auch uns das so zu Gemüte führen und verlieren nicht den Mut daran, ständig reden zu müssen. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht und freue mich auf die nächsten Wochen. Wenn man das Freunden sagen kann, also wenn man, weil es heißt ja immer so, ja, Paare, die bauen, die haben immer Stress und die streiten sich so doll und ich habe mega Schiss davor, dass wir uns durchstreiten, weil wir das gar nicht kennen. Und das, ja. Und das ist irgendwie, davor habe ich wirklich Schiss. Und ich will mir aber auch einfach nicht diesen Mut nehmen lassen, mich zu freuen. Ich freue mich da drauf und ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich bin gespannt und ach, alles zugleich. Und ich werde dann gucken. Wenn es wirklich mal knallt, dann werde ich dann gucken, wie ich es in der Situation mache. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die nächsten Monate mich überraschen. Positiv vielleicht, dass es nicht so stressig wird. Obwohl ich mich schon trotzdem auch drauf einstelle. Das schon. Und es ist ein Prozess, den ich nicht kenne. Ich habe sowas vorher nie gemacht und es wird vieles auf mich zukommen, was ich nicht kenne. Daher kann ich nur dazulernen. Ich bin gespannt, was zum Schluss als Quintessenz übrig bleibt. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.
und genieße das schöne Wetter. Ich finde es so schön. Ich habe mir jetzt schon die ersten Blümchen gekauft. Ja, ich liebe ja Blumen. Aber leider gehen sie immer bei mir ein. Ich habe nicht so den grünen Daumen, wie ich gerne hätte. Aber was soll's. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt es. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.